Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lektion. Heute Nomen Composita oder zusammengesetzte Wörter. In der deutschen Sprache können aus zwei oder mehreren Wörtern ein neues Wort gebildet werden. Diese Besonderheit der deutschen Sprache ermöglicht es, dass man schnell und einfach neue Wörter bauen kann. Viele solcher zusammengesetzten Wörter gehören zum Grundwortschatz und erlauben auch sprachliche Spielereien. Ein Kompositum besteht immer aus mindestens zwei Wörtern und endet immer mit einem Nomen. Das letzte Nomen bestimmt den Artikel des Kompositums. Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um zusammengesetzte Wörter zu bilden. Eine erste Kategorie von der Nomen Composita ist Nomen plus Nomen. Bei Composita aus Nomen werden die einzelnen Nomen einfach zusammengefügt, ohne Veränderung der Grundform. Die Regel lautet Nomen plus Nomen plus Nomen plus und so weiter. Beispiele dafür: Das Bett plus die Decke, die Bettdecke. Das Auto plus die Tür, die Autotür. Der Kaffee und die Tasse, die Kaffeetasse. Oder der Fuß plus der Ball plus das Spiel. Composita ist das Fußballspiel. Oder der Sommer, der Schluss, der Verkauf. Composita ist der Sommerschlussverkauf. Die zweite Kategorie wird von den Verben und Nomen gebildet. Für die Bildung von Composita aus Verben und Nomen wird der Verbstamm verwendet und mit dem Nomen verbunden. Ein paar Beispiele dazu: Das Verb gießen und das Nomen die Kanne. Composita ist die Gießkanne. Das Verb laufen und das Nomen die Schuhe. Composita ist die Laufschuhe. Und ein letztes Beispiel: Das Verb fahren und das Nomen der Schüler. Composita ist der Fahrschüler. Das Verb kann auch vor einem Composita selbst stehen. Zum Beispiel das Verb schreiben und die Nomen der Tisch und der Stuhl. Composita gebildet ist der Schreibtischstuhl. Zusammengesetzte Wörter in der deutschen Sprache können auch aus Adjektiven und Nomen gebildet werden. Für die Bildung von Composita aus Adjektiven und Nomen wird ein Adjektiv vor das Nomen gestellt, um es genauer zu beschreiben. Zum Beispiel haben wir das Adjektiv groß und das Nomen die Stadt. Das zusammengesetzte Nomen ist die Großstadt. Ein anderes Beispiel: Das Adjektiv kühl neben dem Nomen der Schrank. Composita gebildet ist der Kühlschrank. Das Adjektiv kann auch vor einem Composita selbst stehen, wie im Beispiel 5 plus der Tag
plus die Woche. Komposita gebildet ist die 5-Tage-Woche. Für die Bildung von Komposita aus Adverbien und Nomen gilt die gleiche Regel wie für Adjektive und Nomen. Zwei Beispiele in diesem Sinne. Das Adverb wohl und das Nomen das Befinden. Komposita gebildet ist das Wohlbefinden. Wir haben das Adverb morgen und das Nomen die Dämmerung. Komposita gebildet ist die Morgendämmerung.